Wir sind erfüllt von großer Erleichterung, dass die Mitglieder des entführten OSZE-Teams heute unversehrt und wohlbehalten hier wieder in Deutschland, in Berlin gelandet sind. Ich möchte meine tiefe Dankbarkeit und meinen Respekt aussprechen, vor allem auch für die unendlich gute internationale Zusammenarbeit, die wir erfahren haben. Deshalb ist auch gerückt, mein dänischer Kollege und mein tschechischer Kollege heute Abend hierher gekommen. Der hohe Vertreter aus Schweden und ein hoher Vertreter aus Polen ist ebenfalls anwesend. Uns war wichtig, deutlich zu machen, dass wir Teilnehmerstaaten der OSZE voll und ganz hinter dieser Mission stehen, dass wir die Verantwortung für Sicherheit und Zusammenarbeit gemeinsam tragen, genauso wie wir eben auch die Risiken gemeinsam tragen. Wir sind alle sehr, sehr froh, wieder hier in Berlin, in Deutschland zu sein. Wir haben unsere Familien gesehen. Das hätten wir gestern Abend so nicht für möglich gehalten, weil mit einem Mal viele Türen zugingen. Wir danken von tiefstem Herzen den Anstrengungen, die wir gesehen haben, wie in Hauptstädten zusammen mit OSZE betrieben wurden, um das möglich zu machen, was Sie jetzt hier in Gestalt von uns vor sich sehen, nämlich gesund und als ein Team, einschließlich der 5 ukrainischen Offiziere, wieder zurück zu sein in unseren Hauptstädten und bei unseren Familien. Großer und tiefer Dank für die Anstrengungen, die hier für uns, für den einzelnen Soldaten unternommen wurden. Ein Leben lang werde ich das werden auch meine Soldaten, die mit mir da waren, niemals vergessen. Dankeschön.